Wir sind hier, ja, Sie erraten schon, am neuen Augsburger Königsplatz und wir wollen jetzt einfach mal fragen, liebe Augsburger, was sagt ihr zu Neunkühl? Habt ihr das UFO schon in euer Herz geschlossen? Los geht's! Frau Koch, wie gefällt Ihnen denn der neue Kö? Ausgesprochen gut. Ich finde ihn architektonisch sehr schön. Ich finde ihn sehr übersichtlich. Wie findet ihr denn den neuen Kö? Ich finde den toll. Ich finde ihn schön halt, dass er neu ist, weil der alte war jetzt echt nicht so für die Behinderten gerecht. Und auch die freie Zone für die Raucher ist auch besser, weil das hat ja immer alles gestunken und so. Sag mal, wie gefällt dir denn der neue Kö? Mir gefällt der neue Kö ganz gut. Was gefällt dir denn? Weil es größer ist, offener und ja, schön gestaltet. Hallo, wie heißt du denn? Jasmin Lang. Hallo Jasmin, ich bin die Nina. Wie gefällt dir denn der neue Kö? Ganz gut. Ja, also erstmal verwirrend, aber ganz schön geworden. Warum verwirrend? Weil man erstmal sich orientieren muss, wo was ist, wo man, um an seine Ziele zu kommen. Sag mal, was sagst du zum neuen Kö? Ich bin ein bisschen zwiegeteilter Meinung, und zwar, weil den Kö selber finde ich total schön, aber ganz ehrlich, ich finde, der passt nicht so gut in die Altstadt, ist ein bisschen zu modern. Sehr freundlich waren alle Busfahrer und Schaffner. Was, die Busfahrer waren freundlich? Zu mir ja. Was? Man erreicht halt alles mit Bus und Bahn oder Bahnlinie, wie man das hier nennt. Straßenbahn. Straßenbahn, genau. Jetzt haben wir Augsburg ja 2 Jahre lang auf den neuen Kö gewartet. Jetzt ist er endlich da. Was wünschen Sie sich denn für 2014 für Augsburg? Schuldenfreiheit. Nein, also ich bin zufrieden jetzt mit dem neuen Königsplatz. Ich habe einen wunschlosen Augsburger hier sitzen. Ja, kann man so sagen. Alles für die Menschen, die Wünsche haben, auch in Erfüllung geht. Und ja, einfach ein schönes neues Jahr. Ich soll Ihnen wirklich ins Gesicht malen? Ins Gesicht malen, Ihre Unterschrift, weil Sie sind weltberühmt. Sie treffe ich heute zum ersten Mal. Wer weiß, wann ich Sie je wieder treffe. Und es ist mir es wert, dass Sie hier Ihre Unterschrift in mein Gesicht reinmachen. Ehrlich jetzt, ich soll ins Gesicht malen? Ins Gesicht malen. Die anderen spucken ins Gesicht und Sie malen ins Gesicht. Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten, ein ganz tolles Jahr 2014. Bis bald. Tschüss.